So, es ist wieder soweit, liebe Leute. Willkommen auf dem Speedloop Special Power Breakdance Channel von Smilodogs. Ja, altbekannt, zuerst die Werbung, logischerweise. Ich fange mal mit Smilodogs an. Dort gibt es aktuell die neue Heatwave Collection. Und ihr bekommt bei Smilodogs 20% Rabatt auf alles. Bei einem Mindestbestellwert von einem 80er bekommt ihr das Cap North oder das Cap Ryden, eins von beiden, gratis dazu. Und bei einem Mindestbestellwert von einem 1,50 Kilo, also bei 150 Euro, gibt es noch das Fußballtrikot gratis dazu. Das vielleicht mal zu Smilodogs. Natürlich Code Heiko verwenden, damit ihr immer den besten Preis bekommt. Dann hört ihr es ja eventuell, ich bin noch, komme gerade aus der Erkältung. Heute ist der erste Tag, wo es so ein bisschen geht. Allerdings meine Bronchien, die sind immer noch so. Also wenn ich, glaube ich, schneller als 0,5 km/h gehe, dann merke ich das direkt. Und soll uns aber nicht daran hindern, einen halbwegs vernünftigen Color-Report hinzulegen für euch. Dann gibt es ab dem 30.06. bei Neosubs noch eine geile Aktion. Dort sind die Produkte zwischen 10% und 50% vorreduziert, je nach Kategorie. Checkt das mal ab im Shop. Außerdem gibt es mit meinem Rabattcode Heiko dann auf eure Bestellung nochmal 10% obendrauf. Und bei einem Mindestbestellwert von einem 80er kriegt ihr die 500 Gramm Dose, die wir hier einblenden, Clear Isolat gratis dazu. Also ein halbes Kilo Clear Isolat bei einem Mindestbestellwert vom 80er gratis dazu. Und trotzdem ist der ganze Shop vorreduziert. Und mit Code Heiko gibt es dann nochmal 10% obendrauf. So, jetzt alles doppelt und dreifach erklärt, dass der Letzte auch verstanden hat, dass er hier einzukaufen hat bei mir. Und damit kommen wir zu den ersten Themen. Bevor wir damit anfangen, vielleicht noch ganz kurz. Ich war am Wochenende bei einem Seminar in Wittenberge gewesen, im Kraftraum Dein Gym. Das hat ein Sommerfest gemacht. Dort habe ich auch, wie gesagt, ein kleines Seminar gegeben. Ich finde es immer wieder toll, dass kleine Studios solche Veranstaltungen noch machen, dass es sowas noch gibt für die Zuschauer. Das war wirklich cool mit Grillen, mit Kuchenbar, mit Hüpfburg, alles was dazugehört, dass da jung und alt und groß und klein alle was davon haben und dann natürlich entsprechend bei dem Seminar auch ihre Fragen an mich loswerden konnten, die dann auch ein bisschen ausschweifender waren und doch sehr ins Detail ging teilweise. Veranstaltet hat das der liebe Norman mit seiner Frau Chrissy. Und vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch nochmal an alle Dankeschön, die dort waren. Es war wirklich ein schöner Nachmittag gewesen. Und damit kommen wir jetzt zum richtigen Bodybuilding. Die Flex Pro Show Italy oder die Italy Pro Flex Show oder die Flex Italy Pro Show, wie ihr wollt. Die hat am Wochenende stattgefunden. Dort waren ja im Vorfeld schon ein paar große Namen angekündigt gewesen. Wir hatten aus Deutschland gleich drei Starter gehabt im Schwergewicht. Und meine Prognose, dass Tabani gewinnen wird, wenn er wieder in der Form kommt wie bei der M-Pro die Woche zuvor, dann holt er sich das Ding. Aber dafür ist der Nächste halt die bessere Rampensau, obwohl der Berus Tabani sich auch extrem gut verkauft. Nicht zu viel, nicht zu wenig, der findet genau das richtige Maß und ist ein von der Symmetrie her ein echt schön anzuschauender Athlet, der dann dazu noch die entsprechende Masse mitbringt. Deswegen konnte ihm der Nathan nicht gefährlich werden, will ich nicht sagen, aber es war eine ziemlich eindeutige Sache für mich gewesen. Ich habe mir den Livestream angeguckt, dass er dort, der Berus Tabani, in allen Posen gegen Nathan eigentlich gewonnen hat, ne? Bei Nathan wäre jetzt die Beinentwicklung und die Rückenentwicklung sein großes Plus gewesen, wie ich im Vorfeld gesagt hatte. Aber der Berus, der ist ziemlich perfekt bei der Show gewesen. Und dann hat unser Emir einen fantastischen dritten Platz gemacht mit einer wirklich brutalen Form. Ich glaube, das war wirklich die allerbeste Form, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Und deswegen kann er sich neben solche Leute stellen und fällt da auf gar keinen Fall ab, im Gegenteil, der macht den Jungs das Leben richtig schwer. Ich hätte ihn mal gerne, weil das war im Livestream bei mir, den ich gesehen habe, leider nicht möglich. Ich würde ihn gerne mal im direkten Vergleich mit Nathan sehen, alleine, wie er da, weil sie die Posen ziemlich ähnlich stehen. Und was die Härte und Condition anging, war ja Emir wieder echt heftig drauf gewesen. Auch die Linie hat mir dieses Mal besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber dann, was man auch ganz klar sagen muss, wenn man denn den Emir neben den Berus stellt, dann sieht man doch schon in der Mittelpartie, dass der Berus um einiges schmäler ist als der Emir und dadurch natürlich viel ausladender wirkt und am Ende die bessere Linie mitbringt. Aber das soll auf gar keinen Fall Emirs Leistung schmälern. Im Gegenteil, er hat seinen festen Platz mittlerweile in der Weltspitze, wie es aussieht. Bei der letzten Show ist er Zweiter geworden. Bei dem Feld jetzt, wo wirklich mal zwei Schwergewichtler vor ihm gestanden hat, weil bei der letzten Show hat Emir, glaube ich, ganz knapp den zweiten Platz bekommen gegen einen Athleten, der aus der 212 kommt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen hier, auf den Brasilianer. Wie heißt der denn schon wieder? Bla, 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 bla. Keine Ahnung. Gerade vergessen, gerade aus dem Kopf raus. Aber ihr schreibt es mir sicherlich in die Kommentare. Deswegen schon mal Dankeschön. Und jetzt hat er gegen zwei wirkliche Schwergewichtler gestanden, die definitiv in den Top 10 stehen beim Mr. Olympia. Jetzt muss ich nur noch den Nathan qualifizieren. Dann werden wir Berus und Nathan bei Topform beide in den Top 10 sehen. Und wenn der Emir meiner Meinung nach sich locker mit diesen Athleten vergleichen kann und dazu gehört einfach jetzt schon, dann ist das eine geile Sache. Und dann ist eine Hoffnung, dass ich meinen Freund Emir irgendwann mal in den Top 10 sehe beim Olympia, rückt damit immer näher. So, gehen wir mal weiter. Dann im First Call-Out, nicht zu vergessen, Justin Musiol, unser Neuprofi, der sein Debüt bei der M-Pro gegeben hat, hat sich so weit manifestiert bei den Kampfrichtern im Kopf, dass er in den First Callout gekommen ist und den fünften Platz belegen konnte. Hat wieder ein dickes, fettes Paket gebracht, aber leider das gleiche Problem wie bei der M-Pro. Er ist wieder im Laufe der Show ausgelaufen und das muss man definitiv in den Griff bekommen. Ich denke, wenn er das in den Griff bekommt und weiter wächst, hat der Junge eine richtig gute Zukunft vor sich. Also, und so weit hänge ich mich aus dem Fenster, wird eventuell alle Deutschen schlagen. Sage ich einfach mal jetzt so. Ob das jemand gut findet oder nicht, scheiß drauf. Aber das ist meine Meinung. Das ist so ein bisschen die Glaskugel gucken. Ne? Da kann natürlich alles passieren. Da kann ja sein, er will nächstes Jahr, was weiß ich, Lehrprofessor werden an irgendeiner Uni oder Tischtennis spielen. Aber also, wenn er dem Bodybuilding treu bleibt, dann hat er einen guten Run, glaube ich. So, Platz 10, um nochmal den dritten Deutschen zu erwähnen, ist der Daniel Thomas geworden. Ja, der Daniel, der hat es natürlich schwer, weil Arme zu klein, strukturell jetzt nicht das Wow-Ding. Aber er kommt zumindest in guter Form. Das kriegt er hin. Aber die anderen Sachen, bin ich der Meinung, wird sich seine Platzierung immer so in dem Bereich in Zukunft aufhalten. Aber das ist im Endeffekt auch scheißegal, wenn man den Sport liebt und den Wettkampfsport liebt und in der Form kommt, wie er kommt, dann soll man das durchziehen, dann soll man das machen, weil Bodybuilding ist geil und an Wettkämpfen teilnehmen ist auch geil, gibt ein gutes Feeling und man hat natürlich Ziele und Motivation, sich zu verbessern. Inwieweit er das umsetzen kann, wird er uns sicherlich in Zukunft zeigen. Also viel Glück auch an den Daniel Thomas. Und das soll es dann auch schon erstmal zum Schwergewicht gewesen sein, aus meiner Sicht der Dinge. Dann checke ich mal den Rest für euch. Vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Lokalmatador André Presti ist nicht am Start gewesen. Ich glaube, der hat eine andere Show oder startet dies ja gar nicht. Oder ich habe da auch im Internet jetzt nicht viel finden können. Auf alle Fälle war er da nicht dabei gewesen. Und das ist ja so eigentlich ein Indiz dafür, wenn man Heimvorteil hat und nicht an den Start geht, dass man die Saison eventuell aussetzt. Kommen wir zur Men's Physik. Da lese ich euch nur die Platzierung vor, weil ich habe mir tatsächlich den Livestream nicht angeguckt. Ihr wisst, wie sehr mich das interessiert, weil dann fangen meine Augen an zuzufallen und dann wäre das unhöflich den Athleten gegenüber. Deswegen gucke ich es mir das gar nicht an. So, der Gewinner ist der Matheus Neri Oliveira. Zweiter Platz, Andrea Santoro aus Italien. Dritter Platz, Juan Manuel Goches aus Kolumbien. Vierter Platz,
Lenny Masouf, Frankreich. Masouf. Fünfter Platz, Alessandro Colacci, Italien. Sechster Platz, Omar Suleiman, Vereinigtes Königreich. Ja, deutsche Beteiligung. Doch, Deutschland haben wir auch dabei, zweimal, sorry. Siebter Platz, Pamuk Kisala. Ja, typisch deutscher Name. Und der zwölfte Platz ist Matthias Roth. Jetzt gucke ich mal, ob ich was verpasst habe. Nee, das waren wirklich alle gewesen. Zwei deutsche Athleten dabei. Und ja, dann scrollen wir mal weiter. Da waren nämlich noch die Damen am Start, weil es waren nicht alle Klassen vertreten bei der Veranstaltung. Es waren nur die Wellness, die Men's Physik, das Open Bodybuilding und die Damen der Schöpfung. Bikini hat man noch, Bikini und Wellness. Bei der Bikini, da hatten wir die Gewinnerin, ist die Stine Hansen aus Dänemark. Den zweiten Platz hat Rukiye Solak aus der Türkei gemacht. Den dritten Platz hat Christina Brunau aus Österreich. Ja, sehr schön. Und den vierten Platz hat Renata Suchova aus der Tschechischen Republik. Den fünften Platz Francesca Stoico aus Italien. So, dann der sechste ist Anna Zetlak aus Italien. Hatten wir was Deutsches dabei, gucke ich gerade. Weil aus Deutschland haben sich die Damen doch, sind aber nicht aufgeführt ab Platz 16, also wo dann alles eins ist. Da hatten wir zwei Damen, die ja leider nicht aufgeführt sind. Tut mir leid, dass ich euch hier nicht namentlich benennen kann. Andererseits, vielleicht ist es euch auch ganz lieb so. Ich kann es nicht sagen. So, dann kommen wir mal zur letzten Klasse. Zu den Frauen mit den verchromten Popos. Also mit den gut trainierten Gluteus. So, da ist die Gewinnerin, Danae Theodoropoulos, typisch griechischer Name. Zweiter Platz, Julia Mota, Portugal. Dritter Platz, Yuri Dia Morales, Mexiko. Vierter Platz, Carlotta Tonelli, Italien. Fünfter Platz, Lexi Olivia, Italien. Sechster Platz, Giovanna Favero Taques Loyola aus Brasilien. So, haben wir was Deutsches dabei gehabt? Nichts in den Top 15 mindestens. So, das sind die Ergebnisse vielleicht vom Flex Pro Italy Show. Glückwunsch an alle, die sich gut platzieren konnten, und Glückwunsch natürlich an die deutschen Schwergewichtler. Von meiner Seite aus finde ich richtig geil, dass der Emir so vormarschiert und der Justin versucht, dort sich gut zu platzieren und Anschluss zu finden. Und dem Daniel Thomas wünschen wir natürlich auch alles Gute, dass er da sich auch dementsprechend mal weiter vorne platzieren kann und körperlich so entwickelt, dass das auch funktioniert am Ende. Dann vielleicht kleiner Hinweis, am 13., 14. Juli ist in Amsterdam eine Pro-Show. King Kalle überlegt, ob er da hinfährt und sich das anguckt, damit er dann wieder alles aus seinen Gedächtnislücken euch hier erzählen kann, was er sich noch behalten hat auf der Heimfahrt. Und ich denke, das wird eine ganz gute Show, weil Andrew Jack ist dort auch am Start, so wie ich mitbekommen habe, und solche Kaliber. Und deswegen, Amsterdam ist ja jetzt nicht so der große Ritt. Vielleicht bekomme ich es hin zeitlich, dann würde ich mich freuen und dann werde ich mich natürlich vor Ort bei euch melden. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Vergesst nicht, den Channel zu liken, teilen, abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer King Kalle.